Hallo und willkommen zum weiteren Video. Jetzt möchte ich euch mal die Magnete zeigen hier von Maul. Das sind Neodym-Magnete, die mit einer Haftkraft von 14 Kilo bezeichnet sind. Wie Haftkraft berechnet wird und was man dann nutzen kann, kann ich euch nicht sagen. Habe ich mal probiert durchzulesen, blicke ich nicht. Punkt. Es ist so, dass diese Magnete eine Kegelform haben. Das heißt, man kann diese relativ einfach, relativ gut wieder von der Wand weg entfernen. Und sind auch dadurch sehr gut zu greifen. Sie sind aus vernickeltem Stahl und wie es auch schon hier steht, ultra strong, also wirklich sehr, sehr stark. Wichtig ist einfach, man muss halt einige Sachen beachten trotzdem. Die ganzen Sicherheitshinweise, also Thema einzwicken, wenn man dann irgendwas isst, das kann wehtun. Herzschrittmacher oder Kinder 0 bis 3 sollen diese Magnete auch nicht haben, wegen der Gefahr des Verschluckens. Genau. Ich würde es einfach jetzt mal zeigen, was diese Magnete als halten können, wie sie es halten können. Und habt ihr ja schon was vorbereitet. Und zwar so ein kleiner Jakob-Katalog. Der wiegt ungefähr 230 Gramm. Und den würde ich jetzt mal einfach hier oben hin machen. An meinen Abzug hier. Und damit ihr einfach mal seht, wie stark die Magnete halten. Also, das mache ich kurz mal auf. Ein Magnet raus. Wenn ich zum Beispiel hier jetzt mal ranmache schon, hält. Es rutscht runter, weil einfach, wenn man ein Magnet bei diesem Gewicht schon dran hat, ist es bei allen, geht's bei allen anderen schon runter. Hier hält es auf jeden Fall. Wo man es ganz gut sieht, wie stark das Ganze ist, wenn man es hier zum Beispiel so ran macht, da passiert gar nichts. Wie gesagt, es ist fest, es hält und dementsprechend Bombenmagnete sozusagen. Also wirklich sehr gute Haltkraft und dementsprechend kann man dir wirklich empfehlen. Wenn man jetzt das ganze Thema mal mit zwei Magneten macht, dann ist hier halt wirklich gar nichts mehr wackelmäßig. Das hält, das ist bombenfest und dementsprechend zufrieden. Anderes Wort finde ich jetzt eigentlich gerade nicht, wie gesagt, weil es ist wirklich so, dass das funktioniert. Und es hält und alles andere ist mir eigentlich egal. So, so sieht das ein bisschen kurz. Einfach drauf und fertig aus. Okay, wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, meldet euch einfach in den Kommentaren bei mir. Und ich würde mich dann kurzfristig wiederum bei euch melden, um euch eure Fragen zum Video oder zu den Magneten zu beantworten. Ich danke euch schön und bis zum nächsten Mal. Ciao.